Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie hier sind. Wahrscheinlich wäre es noch vor so anderthalb Jahren schwieriger gewesen, diesen Vortrag vielleicht nicht zu halten, aber doch die emotionale Nachvollziehbarkeit so manchen Aspektes herzustellen. Briefe einer Wiener Jüdin an ihre emigrierte Familie, wie es im Untertitel heißt, klingt ja zunächst mal nicht sonderlich aufregend. In privaten Dokumenten wird schließlich Privates verhandelt. Was soll das für eine Relevanz für die Geschichtswissenschaft haben? Und überhaupt Briefe, ein Medium, das an Relevanz erkennbar eingebüßt hat. Und dennoch, nach 15 Monaten Corona-Erfahrung ist den meisten von uns die einstige Selbstverständlichkeit, Freunde und Familie jederzeit sehen und besuchen zu können, abhanden gekommen. Umgekehrt wurde so manchem der Wert der Kommunikation wieder stärker bewusst, der Möglichkeit, am Leben anderer zu partizipieren und sie an dem eigenen teilhaben zu lassen, selbst über Distanzen hinweg. Und damit habe ich die beiden zentralen Töne schon angeschlagen, die ich in den Ausführungen der folgenden 40, 45 Minuten zum Klingen bringen will. Nämlich erstens, den Alltag einer rund 70-jährigen Frau zu schildern, die aus dem Wien der Jahre 1938 bis 1942 an ihre Familie schreibt. Dabei will ich nicht bei ihrer individuellen Sicht der Dinge stehen bleiben, sondern diese mit den politischen Anordnungen und zeitgeschichtlichen Entwicklungen konfrontieren, sodass die Schilderungen ihrer Singularität ein Stück weit entkleidet und in ihrer Repräsentativität für die jüdische Bevölkerung gezeigt werden. Und zwar in ihrer Repräsentativität, in ihrem Erleben vor dem Holocaust. Im Anschluss wird danach zu fragen sein, wie die Schreiberin auf genau diesen Alltag reagierte. In welcher Art schrieb sie? Welche Motive könnten dem zugrunde liegen? Das soll Ihnen die Person Ella Wenger, die hier die Protagonistin ist, näher bringen. Es soll aber auch die Perspektiven einer Geschichtsschreibung andeuten, die sich dem Alltag der Menschen widmet. Auch hier die Frage, wie viel Allgemeingültigkeit steckt im Individuellen? Welche Zugänge eröffnet diese Art von Historiografie? Dies wird den roten Faden meiner Ausführungen bilden und mich am Ende zur Frage zurückführen, welche Bedeutung das Schreiben für Ella Wenger hatte, welche Bedeutung der Kommunikation ganz allgemein zukam. Und wenn man in unsere letzten Monate zurückblickt, wird man wohl wieder mit größerer Selbstverständlichkeit sagen können, welche ihr auch immer zukommt. Zunächst aber gilt es mal, die Geschichte der Briefe zu klären. Insgesamt 62 Stück sind es, die zwischen dem sogenannten Anschluss, also der Einverleibung Österreichs ins Deutsche Reich 1938, und 1942 innerhalb der Familie verschickt wurden. Die Absenderin war Ella Wenger, Jahrgang 1869, Mutter dreier Kinder, seit 1934 Witwe und aus einer bürgerlichen Wiener Familie stammend. Ihr Bruder, Julius Zappert, gilt noch heute als einer der Pioniere auf dem Feld der Polioforschung, der Erforschung der Kinderlähmung. Mit ihrer jüngeren Tochter Martha zusammen war Ella 1938 in Wien geblieben, während die ältere Tochter Elisabeth, die Empfängerin der Briefe, mit ihrem Mann Viktor und den drei Kindern Martin, Rudolf und Robert bereits im Sommer 1938 nach Brüssel geflüchtet war. Deren Perspektive, also die der Empfänger, bleibt in den Briefen praktisch ausgespart, weil sie nur in einseitiger Überlieferung vorliegen. Was wir haben, sind diejenigen Ellas. Ich habe Ihnen hier einen mal abgebildet, damit Sie auch einen optischen Eindruck von diesen Dokumenten haben. Was wir haben, sind ihre Briefe, und zwar Briefe, die von großer Intimität zeugen und insofern nicht, wie es bei Briefwechseln berühmter Persönlichkeiten häufig der Fall ist, durch die quellenkritische Brille einer schon zum Zeitpunkt des Schreibens geplanten Veröffentlichung
gelesen werden müssen. Das sind wirkliche Privatbriefe, bei denen niemand daran gedacht hat, dass sie später mal in die Öffentlichkeit kommen würden. Was aber stand nun drin? In einem der ersten berichtet Ella von einem Ausflug auf die Hohe Warte im 19. Wiener Bezirk. Ich zitiere: Der große Platz hinter dem Haus, wo wir immer gesessen sind, schreibt sie, ist genauso voll mit Tischen und voll mit Juden wie damals. Ich war ganz erstaunt. Es war aber ganz schön, dort zu sitzen, ohne angeschmierte Bänke und wieder einmal einen Kaffee in einem Kaffeehaus trinken zu können. Zitat Ende. Nun muss man wissen, dass es zu dieser Zeit, im August 1938, keinerlei formale Einschränkungen bei der Nutzung von Kaffeehäusern gab. Und gerade deswegen zeigt die Passage den enormen Grad an Ausgrenzung und Demütigung, den die jüdische Bevölkerung umgehend und ganz ohne staatlichen Auftrag erfahren hat. Eingesetzt hatte das sofort mit dem Anschluss im März 1938. Nicht nur Plünderungen und spontane Pogrome griffen um sich, unter dem Jubel der Zuschauer waren die Juden auch gezwungen worden, Gehwege und Wände mit Lappen und Zahnbürsten zu reinigen. Das lässt einerseits auf einen tief sitzenden Antisemitismus schließen, der lange existierte, bevor er sich unter den Bedingungen des Nationalsozialismus offenbaren brach. Die 12 Jahre des 1000-jährigen Reichs gleichsam zu extemporalisieren, sie zu einem, Zitat, Fliegenschiss der deutschen Geschichte machen zu wollen, wie ein deutscher Politiker vor nicht allzu langer Zeit formuliert hat, verkennt mithin die weit tiefer liegenden Wurzeln der Verbrechen. Betrachtet man die Episode von der Hohen Warte wiederum aus der Opferperspektive, lässt sich die Dimension der gezielten Entwürdigung erahnen, die sich hinter einem so unschuldig daherkommenden, aber eben bewusst verbalisierten, ungestörten Genuss einer Tasse Kaffee verbirgt. Natürlich ist es nur ein beliebiges Beispiel, aber dahinter steckt ein Muster. Die Diskriminierung, das zeigen die Briefe ganz deutlich, setzte nicht erst ein, als sie in die Buchstaben von Anordnungen und Gesetzen gegossen wurden. Das lässt sich vielfach in den Briefen beobachten und mit ein paar Beispielen möchte ich das noch illustrieren. 1939 nimmt Ella Wenger einen Bekannten auf. Der zusätzliche Essensgast war ihr Unrecht, aber, schreibt sie, Zitat, er kann ja nicht ins Gasthaus gehen, wo ich gar nicht weiß, ob man überhaupt in ein Gasthaus gehen kann. Zitat Ende. Formaljuristisch gekonnt hätte er natürlich, aber die Vorstellung, sich ungehemmt in der Öffentlichkeit zu bewegen, war Jüdinnen und Juden 1938 offenbar schon illusorisch. Ein zweites Beispiel. Ich durfte diesen Mittag wieder zu Tante Paula gehen, nachdem ich lange Zeit nicht bei ihr war, schreibt Ella zur gleichen Zeit. Das Prädikat dieses wiederum scheinbar harmlosen Satzes wird man ernst nehmen müssen. Die 7 Kilometer zur Wohnung ihrer Freundin Paula legte die 69-Jährige tatsächlich zu Fuß zurück. Und zwar, um den Pöbeleien in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu entgehen. Man kennt das Phänomen, dass Juden in der Öffentlichkeit bespuckt, beschimpft worden sind, auch von den Schlangen vor den Ämtern, in denen sie anstehen mussten, um ihre Dokumente für die Emigration zu erhalten, oder von den Schulwegen jüdischer Kinder. Diese wurden seit Mai 1938 nämlich in separate Judenschulen gezwungen, wo 5.592 Schülerinnen und Schüler in 148 Wiener Klassen unterrichtet wurden. Natürlich war das Teil der Segregation und Diskriminierung. Es verlängerte aber auch den Schulweg und erhöhte damit die Gefahr, dabei Opfer von Anfeindungen und Schikanen zu werden. Dass Eltern ihre Kinder unter diesen Umständen aus der Gesellschaft zurückzogen, kann mich weiter verwundern. Ich zitiere: Der Bub geht in die Schule, wenn überhaupt Schule ist. Man nimmt das nicht so genau, heißt es einmal in den Briefen. In dem Bezug auf Elisabeths Kinder
urteilt sie im September 1938, Zitat: Ich bin glücklich, dass die Kinder nicht hier in die Schule gehen müssen. Es ist hier sehr, sehr unerquicklich. Und schon im darauffolgenden Monat heißt es bezüglich des vormaligen Wiener Viertels, in dem die Familie Schneider gewohnt hatte, Zitat: Ich war heute bei Herrn Dittrich. Es hat mir draußen gar nicht gefallen. Ich bin froh, dass die Familie im zweiten Stock nicht mehr dort wohnt. Sie würde es sehr ungemütlich haben in diesem Bezirk. Die Familie im zweiten Stock ist natürlich die Familie Schneider selbst. Es kommt ganz oft in den Briefen vor, dass in die dritte Person gewechselt wird. Mehrfach fällt deshalb die Bemerkung, dass so viele sie beneideten, den Sprung ins Ausland bereits geschafft zu haben. Wohlgemerkt, einen Sprung, bei dem man Freunde, Arbeit, das soziale Umfeld und weite Teile des eigenen Besitzes zurücklässt. Und dennoch haben von den 181.882 Juden und Jüdinnen, die im März 1938 in Österreich gelebt haben, über 130.000 die Koffer gepackt und die Flucht angetreten, bis im Oktober 1941 die Grenzen des Deutschen Reichs geschlossen wurden und die Züge in die Vernichtungslager anrollten. Aber auch die Emigration war nicht für alle der rettende Hafen, denn als die Nazis Europa zuerst mit Krieg überzogen und sich ab Herbst 41 nicht mehr damit begnügten, die Menschen nur aus dem Land zu drängen, sondern deren Ermordung initiierten, schloss das auch die zuvor ins Ausland Geflüchteten ein. Was aber bedeutete es überhaupt, im Jahr 38, 39 oder 40 aus Wien emigrieren zu wollen? Lassen wir wieder Ella Wenger sprechen. Eben war Clotilde Wenger bei uns. Sie ist ein armer Teufel, lernt auf Mord Englisch und redet sich ein, man braucht sie in Amerika. Zitat Ende. In dem Satz steckt mehr als ein einzelnes Schicksal, verweist doch schon, dass man braucht sie, gemeint natürlich, man braucht sie nicht, auf die restriktive Aufnahmepolitik zahlreicher Länder. Tatsächlich war zunächst kaum ein europäischer Staat bereit, die jüdische Bevölkerung aufzunehmen, und wenn, dann waren zahlreiche Hürden zu überwinden. Die Schweiz, auf deren Anregung hin übrigens das J in die Pässe von Jüdinnen und Juden eingedruckt worden war, hatte schon im März 1938 ein Einreiseverbot verhängt. In Belgien wurden zum Teil schon vor dem deutschen Einmarsch Exilanten aufgegriffen und als unerwünschte Fremde nach Frankreich abgeschoben, das zu diesem Zeitpunkt als das liberale Asylland schlechthin galt. Dänemark wies seine Grenzstellen im Oktober 38 an, jüdische Flüchtlinge abzuweisen. Auch Großbritannien lehnte bis 39 zahlreiche Jüdinnen und Juden ab. Staaten wie Australien verfolgten eine White Australia Policy, die vorsah, keine Personen aufzunehmen, deren Hautfarbe oder Verhaltensweisen die Assimilation erschweren könnten, was bei jüdischen AntragstellerInnen durchweg angenommen wurde. Und die USA verfolgten eine streng kontrollierte Einwanderungspolitik, die die Vorlage einer Bürgschaft genauso vorsah wie zahlenmäßige Obergrenzen. Kurzum, es war für Jüdinnen und Juden schon schwierig, überhaupt ein Land zu finden, in das sie ausreisen konnten, das sie aufnahmen. Aber bevor an Einreise zu denken war, musste man erstmal die Ausreisegenehmigung aus dem Reich erhalten. Dazu wieder Ella Wenger. Also, heute eine gute Nachricht. Wengers haben ihr australisches Permit. Franz hat uns diesen Moment angerufen. Sie haben den Franz in der Folie als ihren einen Sohn auch gesehen. Franz hat uns diesen Moment angerufen. Wir sind noch ganz aufgeregt. Das englische Permit ist noch nicht erledigt. Außerdem stößt die Verlängerung des Steuerunbedenklichkeitsscheines wie alles auf Schwierigkeiten. Zitat Ende. Warum Ella so aufgeregt war, kann man sich nach den eben geschilderten Aufnahmehürden, nach den Schikanen leicht vorstellen. So hatte das hier erwähnte Australien 1938 lediglich 1.556 Landing Permits überhaupt, also für alle Personen weltweit ausgestellt, von denen drei die Familie ihres Sohnes Franz ergatterte.
Was aber hatte es mit der erwähnten Steuerunbedenklichkeit auf sich? Nachdem die Immigrationswilligen eine Einreisegenehmigung in Händen hielten, mussten sie im Reich zahlreiche Dokumente einholen, von denen, wie die Historikerin Michaela Ragam-Blesch treffend feststellt, Zitat, der erste und größte Stolperstein die sogenannte Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung war. Dazu waren Belege von zig Behörden, unter anderem dem Finanzamt, der Bezirkshauptmannschaft und dem Rathaus beizubringen, die nachwiesen, dass alle Steuern beglichen worden waren. Dass dabei nicht wenige Abgaben gleich in bar zu entrichten waren und in die Taschen korrupter Beamter flossen, ist noch das Wenigste. Wichtiger war, dass zu den Zahlungen auch die Reichsfluchtsteuer und die Judenvermögensabgabe zählten, beides in Höhe von 25% des Gesamtvermögens, das Barbestände, Immobilien und Wertgegenstände wie Schmuck oder Silberbesteck, aber auch die Möbel und so weiter umfasste. Man musste es also zum Teil erstmal verflüssigen, um überhaupt die Steuern bezahlen zu können. Bedenkt man weiterhin, dass ja auch die Flucht Geld kostete, zahlreiche Länder die Aufnahme an einen Vermögensnachweis banden und die NS-arisierungspolitik den Menschen Wohnung und Arbeitsstelle häufig bereits genommen hatte, gab es nicht wenige, die infolge der ökonomischen Beraubung, der Arisierung und des Arbeitsplatzverlustes schon so klamm waren, dass sich ihre Ausreise entweder erheblich verzögerte oder ganz zerschlug. Die Episode zeigt mithin, dass die deutsche Politik von Anfang an die Vertreibungs- mit einer Beraubungspolitik verbunden hatte, die die Betroffenen ihren Besitz oft genug weit unter Preis veräußern ließ, und zwar ohne, dass das statistisch als Beraubung geführt würde. Wien nahm in dieser Hinsicht übrigens eine Vorreiterrolle ein. Götz Ali und Susanne Heim haben hinsichtlich der Beraubungspolitik das Diktum vom Modell Wien geprägt, das anschließend dann im ganzen Reich eingeführt und übernommen wurde. Geschenkt habe ich, schreibt Ella ganz in diesem Sinne über die Hochzeit ihrer Nichte, natürlich gar nichts. Sie hat überhaupt nichts bekommen, nur von Kaldex etwas hübsche Wäsche. Eine ganz gute Idee, denn sonst kann man sich doch eh nichts mitnehmen. Zitat Ende. Als Ella im Jahr darauf, 1940, die Wohnung einer verstorbenen Bekannten auflöst, heißt es nochmal, Zitat, ich nehme mir natürlich kaum etwas von ihren Sachen, da man ja trachtet, seine eigenen Sachen abzustoßen. Zitat Ende. Wer nicht flüchtete, wer in Wien geblieben war, wurde derweil drangsaliert. Als jüdisch geltende Ärzte wurde 1938 die Approbation entzogen, Beamte wurden aus dem Staatsdienst entfernt. Im Oktober 1939 mussten Jüdinnen und Juden ihre Rundfunkgeräte abliefern und in der Öffentlichkeit wurden sie stigmatisiert, und zwar vor dem Judenstern schon. Im Oktober 1938 berichtet Martha ihrer Schwester, Zitat, heute war der Großvater da. Hat er euch geschrieben, dass er und sein Bruder je 10 Reichsmark Strafe zahlen mussten, weil sie auf einer Ringstraßenbank gesessen sind? Zitat Ende. Das in der Forschung zwar immer wieder auftauchende, aber wenig untersuchte Verbot für Jüdinnen und Juden auf Parkbänken zu sitzen, wird hier ganz unmittelbar greifbar. So floh also, wer irgend konnte. Zurück blieben die Armen und die Alten, die entweder in den heillos überfüllten jüdischen Altersheimen ein unwürdiges Dasein fristeten. Auch hierzu schreibt sie einmal, ich war zum ersten Mal in so einem Heim, aber ehe ich dorthin gehen müsste, eher, sie beendet den Satz nicht. Die Alten und Armen waren also entweder in diesen Altenheimen oder sie vereinsamten. Meine Freundin Paula Singer, sie ist vorhin schon mal vorgekommen, meine Freundin Paula Singer ist nach einer wochenlangen Krankheit gestorben. Ich habe in ihr eine gute Freundin verloren, die alles Leid und alle Freude mit mir geteilt hat. Ich habe sehr viel Zeit seit Jahren bei ihr verbracht. Man wird immer einsamer, notiert Ella 1940. Einsamer auch deshalb, weil frühere Kontakte zu nichtjüdischen Bekannten abbrachen.
Letzthin war die Mutter von der Dora von der Wieden bei mir, schreibt Ella 1941, um sich sogleich zu korrigieren. Das heißt, sie hat sich nach mir erkundigt, dass sie sich nicht getraut hat, heraufzukommen. Natürlich gehe ich doch nicht zu ihr. Ich will ihr doch keine Unannehmlichkeiten machen. Nicht einmal schreiben will ich ihr. Da habe ich ihr ein Gedicht geschickt, ohne Unterschrift. Nur jeder Vers fängt mit einem Buchstaben meines Namens an. Wenn sie nicht sehr blöde ist, wird sie das herausfinden. Zitat Ende. Es gab aber keine rechtliche Sanktionierung eines mündlichen oder schriftlichen Verkehrs von jüdischer Bevölkerung mit nichtjüdischer Bevölkerung. Die Episode zeigt daher umso klarer den Erfolg nationalsozialistischer Ausgrenzungspolitik, passten sich doch offenbar aus Angst beide Seiten den Maßnahmen nicht nur an, sondern übererfüllten sie durch selbst auferlegte Isolation. Ein letztes Beispiel zum jüdischen Alltag. Ich habe noch immer nicht vermietet, da ich mich schwer entschließen kann, aus meinem Zimmer herauszugehen und noch einen fremden Menschen in meinem Heim zu haben, schreibt Ella im Oktober 1938, nur um 5 Wochen später mitzuteilen, es seien 2 Damen eingezogen. Mit Jahresbeginn 1939 kam ein weiterer älterer Herr dazu, dessen Tochter fliehen wollte und, Zitat, ihren Vater mit meiner Versicherung gut aufgehoben weiß. Im Laufe des Jahres dann noch weitere Personen, sodass folgende Situation entstanden war. Ich zitiere, im Kabinett ist die Luisa mit ihren Möbeln. Und in meinem ehemaligen Schlafzimmer der alte Herr, der ein feiner, lieber Hausgenosse ist und für den ich mich immer am meisten aussorge. In den beiden hinteren Zimmern ist Frau Hamburger und eine Kollegin von der Martha, Fräulein Frenkel. Frau Hamburger ist ein dickes Schwein, gebildet und intelligent, aber unappetitlich und unsauber. Ich habe ihr, wie sie bei mir einzog, eine Verhaltensvorschrift zur Unterschrift vorgelegt und sehe jetzt, wie recht ich getan habe. Jedenfalls habe ich ihr die Möglichkeit genommen, auch unsere Zimmer zu benutzen. Frau Frenkel ist eine ideale Mieterin. Sie schläft, frühstückt, geht ins Büro und kommt abends zum Nachtmahl. Das macht sie sich alleine nach Hause. Die 2 Frauen vertragen sich ganz gut. Einstweilen ist alles in Ordnung. Zitat Ende. Wenn ich mich jetzt im Folgenden den Hintergründen dieses scheinbar harmlosen Vorgangs zuwende, lasse ich mal die persönlichen Dramen, das Aufgeben des gewohnten Umfeldes, die Trennung von liebgewordenen Einrichtungsgegenständen, die Enge einer Zwangs-WG und die Notwendigkeit, sich mit unbekannten Menschen arrangieren zu müssen, beiseite. Aber wie war es überhaupt zu diesem Zusammenpferchen gekommen? Die Wohnungssituation Wiens war schon in republikanischer Zeit, schon in der monarchischen Zeit, aber dann vor allem in den 1920er Jahren äußerst angespannt gewesen. Der Wohnraum war knapp, die hygienische Lage mitunter katastrophal. Als sich mit dem Anschluss der Antisemitismus Bahn brach, sahen viele Wiener die Chance, ihre eigene Wohnsituation auf Kosten der jüdischen Bevölkerung schlagartig zu verbessern. Was einsetzte, war ein unkontrollierter Raub von deren Wohnungen, in dem sich alte antisemitische Ressentiments mit aktuellen ökonomischen Nöten und brutalem Egoismus verbanden. Tausende jüdische Familien verloren ihre Wohnungen durch, ich zitiere jetzt einen Historiker, durch Plünderungen, Überfälle, Repressalien verschiedenster Art oder einfach dadurch, dass ein Zettel mit der Aufforderung, binnen weniger Stunden oder Tage auszuziehen, an ihre Wohnungstür geheftet wurde, resümiert der Historiker Gerhard Botz. Der damalige Wiener Vizebürgermeister Thomas Kotzig ging schon Mitte April 1938, also wohlgemerkt nur einen Monat nach dem Anschluss, von 35.000 arisierten jüdischen Wohnungen aus. Die Forschung schätzt deren Zahl bis Ende 1939 auf 45.000 bis 48.000. Im Mai 1939 wurde dann rechtlich legalisiert, was bis dahin selbst nach NS-Maßstab widerrechtlich war. Die fristlose Kündigung jüdischer Mieter. Was ihnen blieb, war,
sich entweder bei anderen Juden einzumieten oder zwangsweise umgesiedelt zu werden. Was entstand, waren sogenannte Judenhäuser oder Judenwohnungen. Kurzfristig zielte das auf die Demütigung der Menschen und die Zerstörung materieller Lebensgrundlagen. Mittelfristig waren die Wohnungsarisierungen ein Mosaikstein der sozialen Segregation, des psychischen und infolge der räumlichen Enge auch des physischen Terrors. Auch für die, die nicht gekündigt wurden, erhöhte diese Politik den Auswanderungsdruck. In dem Haus, in dem Elisabeth Schneider und ihre Familie vor der Flucht gewohnt hatten in Floridsdorf, waren von den 5 Mietparteien, die 1938 dort gemeldet waren, 1940 4 von anderen ersetzt. Die Kehrseite, also der Zuzug in diese sogenannten Judenhäuser oder Judenwohnungen, zeigt sich bei ihrer Mutter, unserer Briefschreiberin. Langfristig waren diese Judenwohnungen der Ausgangspunkt der Deportationen. In nur wenigen Bezirken gelegen, vor allem der Inneren und der Leopoldstadt, dem Alsergrund und der Brigittenau, konzentrierten sich die Menschen bereits jetzt an wenigen Orten. Die Entstehung einer solchen Sammelwohnung können wir in den Briefen verdichtet in der zitierten Stelle nachverfolgen. In der vormals von Ella und ihrer Tochter Martha bewohnten Wohnung waren seit 1940 mindestens 6, möglicherweise bis zu 9 Personen zusammengepfercht, neben ihnen beiden auch Mutter und Tochter Richter, Luise Marx, Heinrich Freund, Ernestine Hamburger, Franziska Frenkel und zeitweise eine Haushaltshilfe. So sollte es bis 1942 bleiben. Dann, am 18. Februar heißt es, Zitat, unsere Hausgemeinschaft in der alten Wohnung hat sich vollkommen aufgelöst. Liest man diesen Satz gegen den Strich und blickt in die Hauslisten, von denen Sie hier eine sehen, die die SS für die Wiener Häuser führte, also für alle Wiener Häuser führte, kann man das Schicksal der meisten Bewohner rekonstruieren. Frau Hamburger wurde am 26. Januar, Heinrich Freund am 6. Februar 1942 direkt aus der Wohnung nach Riga deportiert. Ein durchgestrichener Name bedeutet hier immer die Deportation. Das Ziel können Sie aus der Nummer des jeweiligen Zuges entnehmen. Luise Marx und Franziska Frenkel waren in andere Unterkünfte zwangsverlegt worden, erstere später nach Theresienstadt und von dort nach Treblinka deportiert. 4 der Wohngemeinschaftsschicksale sind nicht zu rekonstruieren. Immerhin weiß man, dass Frau Frenkel den Holocaust überlebte. Die Beschreibung Ellas verweist somit, ohne es zu wollen, auf den integralen Zusammenhang zwischen der NS-Wohnungs- und Beraubungspolitik, der Diskriminierung sowie der Deportation. Einer Deportation, die, wie der Blick auf den Stadtplan gezeigt hat, aus dem Herzen Wiens und vor den Augen aller erfolgt war. Ella und ihre Tochter hatten die Wohnung rund 4 Wochen vor dem Brief am 21. Januar 1942 verlassen müssen. Für die folgenden 6 Monate waren sie gemeinsam in einem Zimmer untergebracht, das zum Kleinkinderheim der Kultusgemeinde in der unteren Augartenstraße 35. Sie haben hier die Notiz, vielleicht etwas schwierig zu entziffern, da heißt es und Aug 35, also zu dem Kleinkinderheim in der unteren Augartenstraße gehörte, in der Martha als Säuglingsschwester tätig war. Als dann das jüdische Krankenhaus 1942 einem SS-Lazarett weichen musste, wurde das Krankenhaus verlegt und genau dort untergebracht, wo vormals dieses Kleinkinderheim und auch ein jüdisches Altersheim untergebracht gewesen war. Natürlich muss ich auch heraus, kommentiert Ella lakonisch und weiter. Es ist mir recht leid. Erstens habe ich sehr hübsch gewohnt und zweitens habe ich den Garten benutzen können. Zitat Ende. 2 weitere Monate war sie in einem Zimmer in der Tschernin-Gasse, hier die Hausliste aus der Tschernin-Gasse, untergebracht.
Der letzte überlieferte Brief datiert vom 25. September 1942. Damit komme ich sehr knapp zur Art des Schreibens von Ella Wenger. Lassen wir sie wieder selbst zu Wort kommen. Als nach und nach immer mehr Menschen in ihrer Wohnung untergebracht werden, heißt es: Ich bin hoffnungsfreudig, besonders da wir die Wohnung schon umgeändert haben. Wir, Martha und ich, haben die zwei rückwärtigen Zimmer, die sind wunderschön. Einstweilen fühle ich mich hier ganz wohl. Unser alter Herr ist sehr nett, die Wirtschaft geht momentan ganz gut, ich plage mich gar nicht viel, habe viel Zeit für mich, meine Arbeit und mein Vergnügen. Du wirst vielleicht erstaunt sein über das Wort Vergnügen, aber ich könnte, wenn ich wollte, viel mehr nachmittags fortgehen, da ich doch einige Leute besuchen kann. Das genügt schon, weil man das Gefühl hat, man kann fortgehen. Dass ich dann doch größtenteils zu Hause bin, ist meine Sache. Zitat Ende. Dass sie zahlreiche ihrer Möbel für die zusätzlichen Untermieter weggeben hatte müssen, bezeichnet sie als Umräumaktion, und zu dem nur implizit anklingenden Umstand für alle sorgen zu müssen, meint die 71-Jährige, nochmal Zitat, es geht ganz gut, ich bin viel arbeitsfähiger als früher. Als sie 1942 selbst aus ihrer Wohnung gedrängt wird, beschreibt sie die neue wiederum wie folgt. Küche und hübsches Zimmer auf die Straße, natürlich sonst keine Nebenräume, auch kein Gas oder Wasser in der Küche und elektrisches Licht. Ich habe Liesels, also Elisabeth, ihre Tochter, kleinen eisernen Ofen als Kochgelegenheit und Liesels Kohlenkiste, die im Stiegenhaus stand. Beide Sachen kommen mir sehr gut. Ich habe natürlich das Speisezimmer nicht mit, also die Möbel nicht mitnehmen können, was mir gar nicht leid ist. Aber unser Zimmer ist hübsch eingerichtet und sehr gemütlich, Zitat Ende. Und als die neuerliche Veränderung, Sie erinnern sich, der Umzug in die Tschernin-Gasse, als die neuerliche Veränderung ein halbes Jahr darauf ansteht, kommentiert sie das. Ich muss mir etwas extra suchen, da in den zukünftigen Räumen des Heims kein Platz für mich ist. Vielleicht wird es ganz gut für mich sein, vielleicht mache ich einen ganz guten Tausch. Es hat wieder Vorteile, die hier nicht sind. Gar so unglücklich bin ich gar nicht. Ich werde es mir in meinem neuen Heim auch gemütlich machen. So wie hier, wo jeder, der zu mir kommt, begeistert ist. Man könnte noch zahlreiche Beispiele anführen. Immer offenbaren sie beides. Die Zwänge und Nöte, denen Ella ausgeliefert ist. Aber auch die gute Laune, die sie zumindest vorgeblich behält. Bevor ich danach frage, was uns das über die Person verrät, gilt es, den Blick auf den Teil hinter dem Doppelpunkt zu richten, auf die Repräsentativität. Denn eine Frage ist ja, wieso beschäftigt sich eine an überindividuellem interessierte Geschichtswissenschaft mit Einzelbeispielen? Was sagen uns die Briefe einer ganz normalen Bürgerin? Eingebettet sind solche Fragestellungen in die sogenannte Alltagsgeschichte. Zunächst in Frankreich unter dem Stichwort Histoire totale entstanden, hat sie sich aus der Volkskunde sowie dem Unbehagen an einer rein politischen Geschichtsbetrachtung entwickelt. Indem Alltagsgeschichte nach individuellen Lebenswelten fragt, nach dem Repetitiven im menschlichen Handeln und Denken, rückt sie ganz bewusst subjektive Erfahrungen in den Mittelpunkt, legt ein Veto gegen umfassende, gegen allzu eindeutige Erklärungsversuche ein. Die Gefahr, sich im Einzelfall zu verlieren, soll dabei gar nicht verschwiegen werden, aber Ziel ist es, hinter dem Individuellen die zugrunde liegenden Strukturen offenzulegen. Den Mehrwert einer solchen Geschichtsschreibung kann man am Beispiel der Briefe Ella Wengers sehr anschaulich zeigen. Wenn Sie sich an die Schilderungen des Entstehens der WG und an deren Auflösung erinnern, so zeigen diese Episoden inmitten all des sich Wiederholenden, des Repetitiven, genau die Brüche, die der Nationalsozialismus bedingt hat. Die Entrechtung der Menschen, der Entzug ihrer Wohnungen, das Zusammenpferchen unter teils menschenunwürdigen Verhältnissen weit vor dem Holocaust einerseits
die Zäsur des Jahres 1942 andererseits, als sich in wenigen Wochen die Wohnung wieder leert. Auch ohne staatliche Quellen, ohne schriftlichen Befehl ist die Beraubungspolitik und die als solche bezeichnete Endlösung hier in aller Deutlichkeit zu verfolgen. Ein zweites kommt hinzu. Alltagsgeschichte zielt darauf, nicht nur das Ereignis, sondern auch dessen Wahrnehmung zu zeigen. Den Mehrwert eines solchen Ansatzes konnten Sie an der Episode der nichtjüdischen Bekannten sehen, die sich zwar nach Ella erkundigt, sie aber nicht besucht und der Ella dann das Gedicht mit dem Akrostichon schreibt. Die Begebenheit zeigt überdeutlich, dass die Menschen um die zunehmende Drangsalierung, um die antisemitischen Gängelungen wussten und ihnen klar sein konnte, vielleicht klar sein musste, wohin das führen würde, wenn sie die vor den Deportationen aus den innersten Bezirken Wiens, wenn sie vor den Deportationen aus den innersten Bezirken Wiens nicht die Augen verschlossen. Es ist mitunter eingewendet worden, dass Alltagsgeschichte des Nationalsozialismus den Blick auf die Monstrosität der Verbrechen verstellt. Ich finde, das genaue Gegenteil ist der Fall. Empathie und Trauer kann man nicht auf 6 Millionen Menschen richten. Wenn es in den Briefen indes heißt, ich zitiere, Gerti Brunner ist freiwillig aus dem Leben gegangen. Die traurigen Verhältnisse haben ihren Lebensmut gebrochen. Solange sie den Kindergarten geführt hat, hat das Leben für sie einen Wert gehabt. Doch stand die Auflösung desselben bevor und damit war ihr Lebenswille gebrochen. Wenn man also eine solche Passage liest, dann bekommen die geschätzten 1200 jüdischen Suizide in Wien zwischen 1938 und 1941 ein Gesicht. Und es wird deutlich, unter welchem Druck die Menschen standen. Gertrud Brunner wusste, dass ihre Deportation nach der Aufhebung des Kindergartens bevorstand und sie hat es, wie es für einen anderen in den Briefen geschilderten Selbstmord heißt, und ich zitiere nochmal, vorgezogen, sich umzubringen. Ich wechsle ein letztes Mal die Perspektive, um den Charakter der Briefe und deren Bedeutung für die Schreiberin noch etwas deutlicher zu fassen. Man muss nicht übermäßig empathisch begabt sein, um zu erkennen, dass sie stets das Positive in den Vordergrund zu rücken versuchte. Mitbewohner, die bekocht, deren Kohleöfen beheizt, deren Zimmer geputzt, überhaupt deren Anwesenheit erst einmal akzeptiert sein musste, scheinen mir nicht ganz so einfach auszuhalten zu sein, wie es die Briefe glauben machen wollen. In dieser Haltung steckt viel ihrer positiven Art. Dahinter verbirgt sich aber mindestens in gleichem Maß die Absicht, ihre Tochter, also die Adressatin, nicht noch mehr zu beunruhigen, als diese es ohnehin war. Schließlich hatte Ellas Tochter, Elisabeth, genügend eigene Sorgen. Die um die Mutter, die um die Schwester, die um die eigene Familie. Musste sie sich zunächst in Brüssel nur in eine neue Umwelt eingewöhnen, spitzte sich ihre Situation 1940 zu. Nach der deutschen Invasion Belgiens floh sie mit ihren Kindern über die französische Grenze, während ihr Mann zuerst in Brüssel interniert wurde und dann von den Behörden abgeschoben in einem südfranzösischen Internierungslager war. Dort erkrankte er an Typhus, erholte sich und floh Ende 1942 unter eher abenteuerlichen Bedingungen über Franco-Spanien nach Nordafrika, wo er sich einer britischen Militäreinheit anschloss. Elisabeth brachte unterdessen die Familie durch, bis die Deutschen Ende 1942 auch die von der Vichy-Regierung beherrschte Südzone Frankreichs kontrollierten. Sie floh in die Berge, während die drei Söhne, zwischenzeitlich als Christen ausgegeben und in einem Internat der Eucharistiner untergebracht, bei einer französischen Familie Schutz fanden. Ella fasst die sich ankündigende Bedrohung im Juli 1942 übrigens in den lapidaren Satz: Jetzt bin ich schon neugierig, wie sich Lisis Sommerprogramm entwickeln wird. Zitat Ende. Es grenzt unter diesen Umständen fast an ein Wunder, dass alle fünf, Elisabeth, ihr Mann und die drei Kinder, den Krieg überlebten.
Ella wiederum wird von der Hoffnung auf ein Wiedersehen aufrechterhalten. Heute kommt ein richtiger Geburtstagsbrief, schreibt sie im April 1939 und weiter, aber ohne sentimental zu sein, nur mit dem bestimmten Gefühl, nächstes Jahr kann ich dir schon ein Bussel geben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ob das in Brüssel auf hoher See oder in dem gelobten Land auf einer Farm sein wird, ist mir ganz gleich. Jedenfalls werden wir zusammen sein. Das Motiv der Hoffnung auf ein Wiedersehen wiederholt sich in nahezu jedem Brief. Selbst als die Deportationen bereits angelaufen sind, schreibt sie: Ich will nicht sentimental werden und dir sagen, was ich alles denke, aber nächstes Jahr sage ich es dir persönlich. Zweifelsohne verfügte Ella Wenger über eine ausgesprochen positive Grundeinstellung. Doch konnte auch diese nicht verhindern, dass ab und an die Verzweiflung durchbrach, wenn die äußeren Verhältnisse, wenn der Druck zu groß wurde. Als sie von einer Handtasche erzählt, die sie sich selbst zum 70. Geburtstag geschenkt hat, fügt sie in Klammern hinzu: Hoffentlich werdet ihr sie auch noch zu Gesicht bekommen. Und schon im selben Jahr 1939 bemerkt sie: Ich habe niemanden, zu dem ich gehen könnte. Die Vereinsamung setzte eben nicht erst mit den Deportationen, sie setzte mit der Emigration der eigenen Lieben ein. Die Briefe waren unter diesen Umständen weit mehr als Informationsaustausch. Sie waren der Strohhalm, der sie aufrechterhielt. Ich habe heute in der Früh beim Einkaufen in das Briefkastel geschaut, heißt es 1939, da war nichts von euch drin. Vielleicht ist jetzt, wenn ich fortgehe, den Brief aufgeben, ein Brief da. Und im Jahr darauf: Meine größte Freude ist, wenn ich Nachricht von euch habe. Häufig las sie die Briefe so oft, dass sie sie auswendig kannte. An Geburtstagen hebt sie nicht Geschenke, sondern die Post hervor und über diejenige ihrer Enkel urteilt sie, Zitat: Ich weiß zwar, dass es den Kindern kein Vergnügen macht, einen Brief und gar einen Gratulationsbrief zu schreiben, aber während sie schrieben, haben sie an mich gedacht, Zitat Ende. Auch ihr eigenes Schreiben hat erkennbar therapeutische Funktion. Zitat: Heute ist Sonntagnachmittag, ich bin allein zu Hause, da will ich wieder ein bisschen mit euch beisammen sein, beginnt sie nicht nur einen Brief. Schreiben wurde zu gedanklichem Abtauchen in eine Welt, die es realiter nicht mehr gab, die des sozialen Lebens und der Familie. Allein 198 Mal kommt das Wort Brief in den 62 erhaltenen Dokumenten vor. Sie waren ein Rekapitulieren von Gemeinsamkeiten, die nicht mehr gemeinsam ausgelebt werden konnten, sodass die Bezugspunkte in der Vergangenheit liegen mussten und das umso mehr, als die Zukunft ungewiss war. Schreiben wurde unter den Bedingungen des Nationalsozialismus mithin zu einer virtuellen Durchbrechung der Einsamkeit. Mit Blick auf die Uhr breche ich die Überlegung zur Bedeutung des Schreibens hier ab, obwohl man noch Zahlreiches tatsächlich dazu sagen könnte, aber ich bin Ihnen noch schuldig, Ellas Geschichte zu Ende zu erzählen. Dass wir nur die von ihr verfassten Briefe haben, obwohl sie die Antworten sicherlich wie einen Schatz hütete, liegt daran, dass sie und ihre Tochter Martha am 1. Oktober 1942 mit einem der letzten Transporte aus Wien in das Konzentrationslager Theresienstadt nördlich von Prag deportiert wurden. Anders als knapp 90.000 Mithäftlinge, die von dort in die Vernichtungslager im Osten kamen, und anders als 33.000, die in Theresienstadt selbst umkamen, überlebten beide die Lagerhaft. Als das KZ im Mai 1945 befreit wurde, waren sie unter den 17.000 Überlebenden von 141.000 Menschen. Offensichtlich gehörten aber auch sie zu jenen, die von den katastrophalen sanitären Verhältnissen und der grassierenden Typhusepidemie so geschwächt waren, dass erst Wochen nach der Befreiung an ihre Repatriierung zu denken war. Erst am 19. Juli trafen beide in der Unterkunft für Displaced Person im niederbayerischen Deckendorf ein, womit ich zumindest noch in Bayern angekommen bin, wenn schon nicht in Franken.
Mitte Oktober erhielten sie die erste Nachricht von Elisabeth Schneider aus Paris, der es gelungen war, Mutter und Schwester über das American Joint Distribution Committee ausfindig zu machen. Und im Frühjahr 1946 verließen Ella und Martha das DP-Camp mit Ziel Paris, um dort mit Elisabeth, Viktor, Rudolf und Martin Schneider zusammenzutreffen. Während Martha später zu ihrem Bruder Franz nach Australien emigrierte, blieb Ella dauerhaft bei ihrer älteren Tochter. Die Gängelungen, Diskriminierungen und Beraubungen in Wien sowie die 2,5 Jahre Theresienstadt haben sie sicherlich zu einem anderen Menschen gemacht. Aber fortan war es ihr doch vergönnt, noch ein bisschen mit euch beisammen zu sein. Ella Wenger lebte bis 1957 mit ihrer Familie in einem Vorort von Paris. Und dennoch, liest man die Briefe gegen den Strich, liest man zwischen den Zeilen, so machen sie die psychischen und physischen Belastungen sichtbar, denen die jüdische Bevölkerung im Alltag ausgesetzt war. Einem Alltag, der vor der Verbrechensdimension des Holocaust oft in seiner Bedeutung vernachlässigt wird. Aber, das sollte man nicht vergessen, von der Diskriminierung bis zur Deportation spielten sich diese Jahre vor den Augen ganz normaler Deutscher ab, wie man in Anlehnung an Christopher Brownings berühmtes Buch formulieren könnte. Und eines Alltags, der letztlich den Boden für den Genozid ab 1941-42 bereitete. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.